Hallöchen, Freunde. Herzlich willkommen zur Deutschen Meisterschaft. 215 komplett flache Kilometer warten heute auf uns, auf die Fahrer, auf einfach alle. Wir haben natürlich Gerald Ciolek mit am Start, den Weltmeister, möchte ich nochmal betonen. Er ist natürlich heute unser Kapitän, wer hätte es gedacht. Und wir werden versuchen, mit Reimer in eine Ausreißergruppe zu gehen, weil warum nicht? Sicher ist sicher, doppelt hält besser und so weiter. Und weitere Klischeesprüche, die ich jetzt einfach mal einwerfe. Steam, du darfst dann doch mal ausgehen, würde ich mal sagen. So während den Aufnahmen ist es immer ganz geil, wenn Steam auch aus ist. So, Reimers Attacke ist erfolgt. Werder fährt hinterher. Dann haben wir Schweizer, Kern, Deckert und Schumacher. Yannick Meyer versucht es ebenfalls. Den kennen wir doch. Springer. Yannick Meyer, der die Saison 2016 für die Veran Classics Mannschaft unterwegs war. Und wir schauen mal, wie das Ganze hier laufen wird. Degenkolb arbeitet hart. Finde ich ein bisschen komisch. Wen hatten hier Giant Shimano mit dabei? Degenkolb ist der Kapitän. Verstehe ich nicht, dass die das Tempo machen für Nikias Arndt vielleicht? Verstehe ich nicht so ganz. Also vielleicht ist das die Taktik, aber ich verstehe sie nicht. So, 8 Fahrer an der Spitze. Die Gruppe ist hier scheinbar ein bisschen zu groß. Da hat man hinten im Feld gar keinen Bock drauf. Jetzt ist Degenkolb auch wieder hinten. Markus Burkhardt hier für Team Belkin mittlerweile unterwegs. Auch nicht übel. So, wen haben wir noch? Wir haben natürlich Marcel Kittel am Start. Und das ist meiner Meinung nach der Top-Favorit. Und da haben wir André Greipel. Ja, nicht mehr ganz so stark unterwegs. Rüdiger Selig auch nicht mehr. Kluge, Wagner, Willi Willwohl. Das sind alles Leute, die eher so Außenseiterchancen haben, sage ich mal. Außenseiter sind in diesem Rennen. Ja, ich denke mal, es wird schon einer von denen machen. Von den typischen Namen von Kittel, Dege oder Ciolek. So, Reimer will man jetzt partout nicht wegkommen lassen. Christian Knest gibt da alles, dass der nicht wegkommt. Na gut. Dann also doch kein Martin Reimer heute in der Spitzengruppe. So leid es mir tut. Sehr schade. Die Spitzengruppe besteht damit aus 3 Fahrern. Wir haben Julian, glaube ich, Kern und Maximilian Werder vorne. Und dahinter haben wir noch, wie heißt der? Christian Springer? Also hier steht Spronger, aber das ist natürlich der falsche Name. Das ist ja wohl klar. Na gut, das ist auf jeden Fall die Situation momentan. Jetzt hat sich die Situation hier hinten im Feld auch ein bisschen beruhigt. Und wir können ein bisschen schneller die Simulation fortschreiten lassen. Die Frage ist halt, haben wir eine Mannschaft, die Ciolek gut genug für den Sprint vorbereiten kann? Also, und haben wir einen Sprinter, nämlich Ciolek, der gut genug ist, um bei diesem Rennen, bei diesem Profil Degenkolb und Kittel zu schlagen. So, Degenkolb ist jetzt nicht mehr dem Wind ausgesetzt. 4 Minuten Vorsprung haben die Ausreißer knapp. Und ich denke mal, es ist Zeit für die erste Flasche. Flash Royale sozusagen. Martin, nee. Ja doch. Andreas Stauf holt ihn mal. Martin Reimer war ja auch schon deutscher Meister. In echt wohlgemerkt, nicht im Spiel. Ist aber schon ein paar Jahre her. Sorry. Boah, Alter. Irgendwie gerade voll eine eigene Spucke verschluckt. Kennt ihr das? Boah. So, wir wollen natürlich Deutscher Meister werden. Das ist die Zielsetzung, das war sie auch schon letztes Jahr, wo wir Zweiter wurden, wenn ich mich nicht täusche. Oder wurden wir Dritter? Ich glaube, wir wurden Zweiter, ne? Hinter Kittel wurde Gerald Ciolek damals Zweiter. Jetzt wollen wir natürlich Erster werden. Ich meine, es wäre ziemlich, ich sag mal, ja, sinnlos, weil wir werden das Trikot des Deutschen Meisters eh nicht nach Frankreich tragen können. Weil der Ciolek Weltmeister ist und ich denke mal, er würde dann das Weltmeistertrikot eher anhaben.
Nämlich dieses mit den Regenbogenstreifen. Hätte ich nie gedacht, dass wir das im Let's Play nochmal sehen dürfen. Bei einem unserer Fahrer. Bin ich ganz ehrlich. Bei dieser WM hätte Moser wahrscheinlich ganz gute Chancen, wenn es derselbe Kurs ist wie letztes Jahr. Der ist ja am Hügel doch um einiges nochmal fester als Gerhard Jolek. Aber wir werden die WM ja nicht mehr fahren, leider Gottes. Hab mir auch viel Gedanken gemacht, das habe ich ja schon mal erwähnt, darüber, wie es hier weitergeht, ob es hier weitergeht oder eben nicht. Keine Ahnung. Kann ich nach wie vor nichts zu sagen. Aber ich denke mal, nach dem Let's Play werde ich jetzt mal eine Pause machen. Und dann mal gucken, ob mir das Ganze fehlt oder nicht. Das ist so meine Planung. So, Reimer kann nochmal Flaschen holen. Denn, wie es aussieht, hat er eine schlechtere Tagesform als Andreas Stauff. Und auch Jolek scheint hier mit einer schlechten Tagesform am Start zu stehen. Das ist natürlich alles andere als geil. Da kann es eigentlich sein, dass die Fahrer irgendwie so Konstanzwerte haben. Oder ist der Tageswert... Ich weiß es nicht. Ist der Tageswert random? Also... Ist das völliger Zufall oder gibt es Fahrer, die einfach konstant gut sind, wie vielleicht Froome oder Contador, dass die einfach konstant eine gute Tagesform haben und so Leute wie Jolek, die ja auch in echt gerne mal einen Durchhänger haben auf einmal, obwohl die Strecke ihnen liegen sollte, die kriegen dann eben so eine relativ schwache Tagesform, also zumindest so eine Tendenz dazu, dass das mehr pendelt, dass er am einen Tag mal eine Scheiß-Tagesform hat, am nächsten Tag mal eine gute. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das Spiel so krass programmiert ist. Jolek hat eine Tagesform von 0. Das steht fest. Gerdemann von minus 4. Also 0 ist okay. 0 ist okay, ist auch nicht gut natürlich, aber es ist okay. So, 4 Minuten knapp. 3 Minuten 40 jetzt nur noch. Der Abstand der drei Ausreißer, also die Mannschaft Giant Shimano, wie sie ja hier noch heißt, tut alles dafür, um die Ausreißer einzuholen. Stauff hat eine relativ gute Tagesform, das ist sehr schön. Dann wird der auf jeden Fall der Sprintvorbereiter sein für Gerhard Jolek. Davor Reimer, davor Gerdemann. So ist der Plan. 60 Kilometer sind noch zu fahren. Da vorne sind die Ausreißer, da hat man das rote Auto schon wieder gesehen. 3 Minuten. Marke ist nun auch gesprengt. Noch 2,57 der Vorsprung des Trios. Und das, obwohl es nicht mehr weit bis, obwohl es noch so weit bis ins Ziel ist. 50 Kilometer sind es noch. Also das gibt heute eine sehr, sehr souveräne Angelegenheit. Giant Shimano macht meiner Meinung nach aber ein bisschen zu viel Tempo. Die wird man zu früh einholen, die Ausreißer. Ich meine, klar, besser zu früh als zu spät, aber... Na, wir dürfen nicht vergessen, es gibt hier noch so Fahrer im Feld wie Marcel Sieberg, der hat keinen Kapitän. Fabian Wegmann hätten wir noch, wir haben auch noch irgendwo Toni Martin mit dabei. Das sind Leute, die können natürlich nochmal eine Attacke versuchen. Das sind nämlich auch starke Rennfahrer, noch 30 Kilometer. Und dementsprechend heißt es, man soll die Ausreißer nicht zu früh einholen, aber die wehren sich nach Kräften. 1,39 der Vorsprung. 30 Kilometer vor dem Ziel. Reimer kann noch ein letztes Mal die Flaschen holen. Kittel schon vorne eingereiht. Genauso wie wahrscheinlich auch, ja, hier ist er, John Degenkolb. Der mir aber meiner Meinung nach viel zu weit vorne im Wind fährt. Das habe ich schon mal gesagt und da bleibe ich dabei. Alle fahren sehr weit vorne, die ganzen Favoriten. Wo sind die anderen Fahrer? Roger Kluge. Jan Dieterin, auch der heute durchaus mit Chancen. Sieberg, Jolek haben wir da auch. Robert Förster, der Wahnsinn. Auch er ist wieder mit dabei. Ehemaliger Giro-Etappensieger. Mein Gott, war der mal ein guter Sprinter. Jetzt mittlerweile ist er halt in die Jahre gekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist ein bisschen alt geworden. Und auch Willi Wilwohl ist natürlich einer, auf den wir heute den Fokus ein bisschen legen. Oder was heißt den Fokus legen? Auf den ihr den Fokus gerne legen dürft. Wir werden natürlich schauen, also ich und meine vier Jungs hier, werden natürlich schauen, dass wir den Fokus nicht verlieren für Gerhard Jolek. Denn der ist heute der absolute Kapitän. Der ist heute der, auf den wir uns fokussieren in erster Linie. Und
Er ist heute der, der die Meisterschaft für uns holen soll, ganz klar. Klar, es wäre auch geil, das hat mir irgendjemand in der Privatnachricht, glaube ich, geschrieben. Es wäre auch geil, wenn wir nicht mit Ciolek um die Meisterschaft fahren, sondern mit Stauf oder Reimer oder Gerdemann. Viel mehr Möglichkeiten gibt es ja noch schon nicht mehr. Das wäre natürlich geiler, bin ich ganz ehrlich, wenn einer von denen gewinnen würde, weil die haben eben nur das Teamtrikot an. Ciolek hat ja schon sein Weltmeistertrikot, also wie gesagt, er wird wahrscheinlich das deutsche Meistertrikot gar nicht tragen, wenn er es denn gewinnen würde. Und dementsprechend wäre es eigentlich schon geiler, wenn es einer von denen holen würde, dass man eben das Weltmeistertrikot und das Trikot des deutschen Meisters im Team hätte. Nur befürchte ich, das wird nicht klappen, weil die einfach nicht gut genug sind. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. So, 13 Kilometer noch. Wir können so allmählich die Sprintvorbereitung einleiten. Noch nicht, aber bald. Da vorne sind die drei Ausreißer. Kern, Werder und Springer. Unsere vier Jungs sind bereits schon eingereiht für den Sprintzug. 11 Kilometer noch bis zum Ziel. Da vorne schon die 10 Kilometer Marke. Diesmal zählt sie auch. So. Und wir werden jetzt langsam aber sicher mal nach vorne gehen. Gerdemann hat sein Gel ja schon genommen, will jetzt natürlich hier mitten durchfahren. Das macht total Sinn, Gerdemann. Das ist die beste Idee, mitten durchzufahren. Nicht rechts vorbei, links vorbei, nein, mitten durch. Hast du recht. Alter, jetzt muss aber hier langsam mal die Lücke kommen, weil sonst haben wir gleich wieder ein Problem. Ich hoffe, Ciolek kann da dranbleiben. Reimer, da ist Stauf. Okay, da ist Ciolek. Und jetzt können wir Vollgas geben. Jetzt geben wir Vollgas. Da vorne Kern und Werder. Und jetzt ist der Sprintzug eröffnet der Mannschaft MTN Kubeka. Komm, Ciolek kann sein Gel auch schon mal nehmen, damit das auch noch wirkt bis ins Ziel. Gerdemann gibt jetzt hier Vollgas. Kennt ihr doch das Vollgas-Lied? Vollgas, Vollgas, Vollgas. Er gibt halt Vollgas, Vollgas. Denn nur das macht voll Spaß. Kennt ihr es noch? Na, kennt ihr es noch? Wer kennt es noch? Wer kennt es noch? Kennt da, kennt da, kennt da, kennt da. Okay, ich versuche nur meine Nervosität gerade abzulabern. Reimer zieht den Sprint gut an. Jetzt kommt Stauf raus. Andi Stauf, Greipel, der Einzige, der hier im Hinterrad bleibt. Und Greipel ist schlagbar. Der ist nämlich auch schon in die Jahre gekommen. Stauf zieht den Sprint jetzt an für Gerald Ciolek. Und Ciolek kommt jetzt raus. Jetzt kommt Gerald Ciolek gegen André Greipel. Das ist der Sieg. Oder vielmehr der Sprint um den Sieg bei der deutschen Meisterschaft. Und Gerald Ciolek holt ihn sich. Und so wie es ausschaut, wird hier sogar Stauf noch Zweiter. Und das wäre jetzt natürlich extrem bitter. Ja, Stauf wird Zweiter, Dritter, die Greipel. Das ist doch jetzt bitter. Also es ist natürlich total geil. Ich freue mich wie bekloppt. Das hat perfekt gepasst. Besser kann mein Sprint ja gar nicht anfahren. Aber wenn man sowas wissen würde, wenn Greipel nicht da gewesen wäre, hätte ich Ciolek vielleicht gesagt, komm, wart nochmal und lass Stauf den Sieg. Aber das war zu eng. Guck mal, der Greipel, der hätte da jeden Moment noch vorbeiziehen können. Auch Degenkolb war ja nicht weit weg. Wo war eigentlich Kittel? Der war hier hinten, ne? Das müsste Kittel gewesen sein. Also ziemlich schlecht platziert. Hätte ich nicht gedacht. Ciolek, hier sehen wir es nochmal aus einer anderen Perspektive. Der Weltmeister hat heute gezeigt, warum er das Trikot trägt, nachdem er ja bei der Tour de... nicht Tour de Suisse, bei... doch, Tour de Suisse war es, ne? Da hat er ja so ein bisschen enttäuscht, wenn man so möchte. Also mich hat er enttäuscht. Ihr habt alle in die Kommentare geschrieben, ja, ist doch okay, ist doch voll in Ordnung. Aber natürlich ist da der Sieg das Maßgebende und den hat er heute geholt. Gerald Ciolek wird deutscher Meister vor Andreas Stauf und André Greipel. Dann Degenkolb, Sieberg, Wegmann, Wagner, Klemme, Burkhardt und Paul Martens. Der Vize-Weltmeister, ne? Darf man ja auch mal wieder erwähnen. Ja, Teamwertung ist egal, auch wenn wir sie gewonnen haben. Aber ganz ehrlich, die interessiert bei so einem Rennen doch keine Sau. Doppelschlag von MTN Kubeka, so kann man es nennen. Gerald Ciolek wird deutscher Meister. Andreas Stauf, Zweiter. Und Martin Reimer noch auf Platz 12. Jetzt gucke ich gerade mal, wo ist denn Marcel Kittel gelandet? 17. nur. Ja, das ist wirklich eine Überraschung, muss ich sagen. Naja. Gut, das war die deutsche Meisterschaft. Gerald Ciolek als deutscher Meister. Ich bin gespannt, in welchem Trikot er dann zur Tour fährt. Vielleicht denkt sich das Spiel ja auch, es wäre lustig, wenn er dann das deutsche Meistertrikot anhat. Hätte ich ja auch nichts gegen, ne? In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns was anschauen. Ich tease das Ganze schon mal an.
Nächste Folge gibt es nämlich. Ja, Spiel bitte. Die kolumbianische Meisterschaft mit Fabio Duarte, der nicht gut in Form ist. Aber mal gucken, was wir da reißen können. Bis dorthin!